wie überhaupt sozusagen diese Fähigkeit zu improvisieren, also einen Arbeitsprozess so zu organisieren, dass er nicht auf Disziplin beruht, sondern auf der Fähigkeit, aufeinander eingehen zu können, auch eben Momente zu übernehmen, wo jemand anders in der Gruppe eben gerade durch eine andere Arbeit verhindert ist oder durch etwas für sich nicht lösen kann, aber man dann eben innerhalb dieser Gruppe auch einen Fluss organisieren kann. Das wäre sozusagen die erste These, diese Frage der Sichtbarkeit betrifft, also dass als Produzent nach außen sichtbar sein, als Gestalter, als Autor, als Künstler, die das Independent Publishing interessant machen, aber eben, da sind auch diese Elemente des Trainingslagers eventuell drin, also dass man überhaupt bestimmte Fähigkeiten, auch Arbeitseigenschaften erwirbt, die man dann anderswo auch hinbringt. Wobei ich glaube, dass der Punkt ist, dass man eben wirklich Situationen hat, die oszillierend sind. Also man kann sozusagen woanders hingehen, man kann dieses unabhängige Publizieren dann auch zum Ausgangspunkt für eine konstruktive Praxis machen, also die eben genau diese Dinge, die Magazine machen oder große Verlage machen, parallel aufbaut und man selbst sozusagen seine Institution gründet, was ich für enorm attraktiv auch halte, also diese Möglichkeit, die man heute hat, dass man nicht unbedingt eben diesen Wechsel vornehmen muss. Das Zweite, was Publikationen heute, glaube ich, als ein wichtiges Medium in der zeitgenössischen Kunst erscheinen lassen, ist ihre Zirkulationsfähigkeit. Dass die Publikation, sei es jetzt ein Artzin, ein Magazin, ein Buch, eben anders als ein Galerieraum oder eine Ausstellung in einer Galerie, die zeitlich befristet ist, die einen bestimmten Ort hat, dass die Publikation einerseits eben ein Massenprodukt ist, was in unterschiedliche Richtungen gehen kann, was Wege gehen kann, die man als Produzent gar nicht absehen kann. Also es geht uns sehr oft so, dass wir plötzlich E-Mails aus Brasilien bekommen, aus Amerika bekommen, dass bestimmte Layouts dann plötzlich auf einem Beutel des amerikanischen Modeunternehmens auftauchen, wo man überhaupt nicht sozusagen kontrollieren und vorherbestimmen kann, wo Publikationen hinwandern. Also diese Bewegungsfähigkeit von Publikation ist sehr erstaunlich auch. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es eben in den letzten Jahren verstärkt auch eine Vernetzung gegeben hat zwischen Produzenten und Leuten, die Publikationen als Ausgangspunkt nehmen für Aktionen, für Seiten im Internet, die sozusagen sehr stark eigentlich für diese Verteilung, für die Streuung dieser Dinge verantwortlich sind. Das ist enorm wichtig, wenn man sieht, dass eben Kunstproduktion heute eine Sache ist, die global abläuft. Also die weniger sozusagen eine lokale Szene oder in einem bestimmten Land passiert, sondern die eben sehr international abläuft. Deshalb sind die Bücher als etwas, was eben gleichzeitig oder auch Magazine gleichzeitig in Leipzig, Berlin, Seoul, New York, London da sein kann, etwas, was einfach auch eine räumliche Streuung schafft. Und dadurch auch, das führt uns vielleicht zu den Fanzines wieder zurück, auch Leidenschaften organisieren kann. Also ich glaube, dass eben die Artikulationsweisen heute oft so verschieden sind, dass es vielleicht für bestimmte Druckprodukte weltweit 200 Leute gibt, die das letztendlich interessieren, die genau an diesem Punkt auch ein eigenes Interesse haben. Und das kann eben durch
durch Publikation viel eher zueinander finden, als wenn man jetzt die Ausstellung als dann anderes Modell der Präsentation sich anschaut. Und das ist, glaube ich, etwas, was es eben auch attraktiv macht. Also zu sagen, ich publiziere etwas, um dadurch eben auch genau die Leute zu finden, die ähnliche Interessen haben. Also auch auf der Ebene organisieren sich dann Gemeinsamkeiten, gemeinsame Leidenschaften, die eben genau durch diese Art der Bewegungsfähigkeit, der Zirkulationsfähigkeit von Produkten erst möglich werden. Der dritte Punkt ist die Frage von Stilistiken. Also ich glaube, dass gerade Magazine, Artzines etwas sind, wo man sowohl was Texte angeht, was Gestaltung angeht, den Umgang mit Visuellem ein sehr großes Experimentierfeld für Stilistiken hat. Und auch ein Feld, wo diejenigen, die das rezipieren, inzwischen einfach auch eine sehr große Sensibilität haben, Stilistiken zu lesen, zu verstehen, mit denen umzugehen. Also für mich ist so ein Punkt, wo mir das klar geworden ist, ein Film von Godard, One Plus One heißt der, glaube ich, wo er auf der einen Ebene die Entstehung eines Popsongs mitfilmt. Also die Stones sind im Studio und nehmen Sympathie for the Devil auf, und es ist auf der einen Ebene sozusagen etwas ganz Langsames und wirklich der Akt des Produzierens, also geht hin, wissen gar nichts, und über den Film entsteht sozusagen langsam dieser Song, der einfach heute jedem bekannt ist. Und dazwischen sind ganz andere Dinge geschaltet, und ich glaube, dass eben heute vieles über diese Verschaltung von unterschiedlichen Materialien auch sich artikuliert. Also dass es gar nicht darum geht, welches Thema wähle ich, sondern wie gehe ich mit einem bestimmten Thema um, wie setze ich bestimmte Bilder, Texte, Formate zueinander, dass ich genau auf der Ebene eben auch Artikulation in einer anderen Differenziertheit auch möglich werden. Das ist etwas, was man genau in diesen kleinen Publikationen auch sieht, wie das eingeübt wird. Also wie Künstler, Gestalter, Autoren einfach genau mit dieser Genauigkeit eigentlich umzugehen lernen. Also etwas auf ihre Art genau zu sagen. Und da ist es auch sehr interessant. Also ich glaube, dass es deshalb auch viele Leute mit wahrnehmen, also diesen enormen Output, der einen ja erstmal auch erschlagen kann, dass man trotzdem eigentlich ein sehr hohes Interesse dafür hat, genau weil es einfach, weil man sehr schnell eigentlich sehr unterschiedliche Stilistiken da auch kennenlernen kann und dann eben auch sieht, was einen interessiert, was man auch, welchen Umgang mit einem Material, mit einem Thema, mit visuell man selbst für sich auch interessant finde ich. Was dann eben auch dazu führt, dass Leute das kaufen, also weil sie genau diese Stilistik auch interessiert. Und das, glaube ich, auch etwas ist, was eben den Unterschied macht, wenn man jetzt ein Buch in der 10.000er Auflage machen würde, könnte man stilistisch gar nicht so genau arbeiten, weil es einfach nie so viele Leute interessiert, glaube ich. Also dieses für wenige Arbeiten ist da, glaube ich, eben auch Punkt, der erstmal auch wirklich sehr abwegige Formulierungen möglich macht.